Hallo und herzlich willkommen hier bei Survivalcraft 2. Und das Spiel empfängt uns heute gleich mit einem dicken Gewitter. Das ist ja auch nichts. Das ist voll laut. Ist die Frage, ist das jetzt reif hier? Na, meine Taschen sind eh voll, ich kann gar nichts abbauen. Mann! You are completely wet. Toll. Was kann ich denn hier noch? Die Samen kann ich noch wegpacken. Ansonsten sind die Kisten wieder sehr voll. Da kann ich noch ein paar Stone Chunks wegschmeißen. So. Grasbüsche, toll. Das ist nichts sonst. Das sind diese Kohleblöcke, okay. Wie viel Platz habe ich denn? Ich habe in jeder Kiste 1000 Samen, das ist doch auch nicht so schön. Aber naja. Also das Fell kurz wegpacken. So, da haben wir doch ein bisschen Platz. Da kann ich doch Kohle hinschmeißen. Das ist laut. Das ist so laut. Das glaubt man gar nicht. Wie laut das ist. Können wir mal schauen, ob das Zeug hier reif ist jetzt. Was habe ich hier? Ah ne, okay, das war noch nicht reif. Gut zu wissen. Da muss ich noch ein bisschen warten. Ist ja gut, alles nass und so. Wenn es denn so regnet, würde ich sagen, machen wir mal weiter in der Mine unten. Dieses Kackwetter. Ah, ich habe die Stiefel voll mit Suppe, hört ihr das? Das ist ja ätzend, aber wir minen einfach mal ein bisschen weiter hier. Und gucken, wo es uns hin verschlägt, ob wir was finden werden. Und vor allem will ich auch wissen, ob es noch tiefer geht. Ich werde alsbald anfangen, hier noch stufenweise nach unten zu gehen. Aber erst, wenn ich kein Laberblubbern mehr höre. Weil ich habe keine Lust, als Grillsteak zu enden. So, dann nehmen wir den Kies mit, das ist gut, da kann ich mir Wege anlegen. Und es scheint hier furchtbar kalt unter der Erde zu sein. Das ist ja auch nichts. So, aber hier haben wir nochmal Kupfer. Das nehme ich natürlich ganz dankbar mit. Dass wir auch in Zukunft noch bessere Ausrüstung haben können. Super geil. Der Block auch. Ah, dieser blöde Kies immer. Und gleich ist meine Schaufel kaputt. Hervorragend. Es scheint noch tiefer zu gehen hier. Nicht schlecht. Gucken wir mal. Oh ja. Das rentiert sich. Da ist auch noch Kupfer. Super geil. Und hier wäre es mal an der Zeit. So. Für eine Lampe habe ich noch. Super. So eine Lampe. Damit man mal was sieht. Ist das Grundgestein? Können wir es mal ausprobieren. Nee, lässt sich abbauen. Was ist das für Stein? Basalt. Okay. You're slightly hungry, okay. Er sieht ja auch ganz schön aus, der Basaltstein hier. Ich glaube, dort kommt man dann einfach mal ein Stückchen weiter Richtung Grundgestein. Ob wir sonst noch irgendwas anderes finden. Ach ja, das ewige Minen und Farmen. So. Aber das bringen diese Spiele ja so mit sich.
Na, Mist. So. Hacke geplatzt, aber das Wetter ist besser. Also nichts wie hoch. Gefällt mir schon hier. Mein Laberbecken da unten. Okay. Vielleicht sollten wir einfach mal noch eine Kiste bauen, die wir ausschließlich für Minenkram, also Erze und so Zeug, benutzen. Und die packen wir dann auch gleich dorthin. So, da kann er so Zeug hinpacken. Dann gucke ich mal, ist da noch was drin? Das sind diese Kohleblöcke. Die nehme ich auch mit. Und hier haben wir da noch was Minenmäßiges. Nee, da ist jetzt nichts drin. Okay. Die Barren, die kann ich auch dort reinwerfen. Hier das fertige Zeug hier hin. Erze oben drüber. Das ist cool. Da ist auch noch Kohle. Zwei Barren da. Ich kann mal da rein als Ersatz. Und ich könnte mal ein Schnitzel essen. So. Perfekt. Perfekt. Hole auch noch dort rein. Und hier brauche ich noch eins. Und ich brauche noch eine Schaufel, noch eins. Das heißt, wir brauchen Stickies. 1, 2, 1, 2. Dann einmal so. Und einmal so. Sehr schön. Und 1, 2, 1, 2. Hiervon genauso. Da will ich nochmal so schöne Lampen bauen. Die gefallen mir nämlich echt gut, die Lampen. So, nehmen wir dorthin. Perfekt. Hauen wir den um. Bin ich jetzt langsam stark genug hier, mich auch mit diversen Feindlingen anzulegen. Die Jagd ist sozusagen eröffnet. Da vorne sind Bären oder sowas. Da will ich irgendwie, also an die Bären traue ich mich noch nicht dran. Da ist eine ganze Bärenfamilie. Das ist ja verdammt. Das ist ja alles nichts. Hier hat alles begonnen. Das war meine erste Schlafhöhle hier. Da habe ich es jetzt schon ein bisschen besser. So, ich habe wieder Kies. Dann kann ich hier auch meinen Weg weiterführen, hier zu den Feldern. Das war ja der ursprüngliche Plan. So. Dann packen wir den Kies dort rein. So. Einen haben wir noch, dann können wir das gleich machen. So. Und das packen wir dort rein. Es wird schon wieder dunkel. Wie schön das immer aussieht hier mit diesen Sonnenuntergängen. Gefällt mir gut. Was ich aber machen wollte... Ich habe doch diese Lampen hier gebaut. Ich wollte hier irgendwo noch eine Lampe dran bauen, damit man ein Haus auch von Weitem sieht. Gucken wir mal gerade, das hier wegmache. Oh. Nicht so schön. So. Fürs Erste. Hier. So. Und hier in die Ecke kann ich so eine Lampe knallen. So. Dann sieht man wenigstens mal was. Gut, jetzt gehe ich schlafen. Weil dann habe ich noch eine Idee, was als nächstes kommt. Wir schlafen. Ratzepü, Ratzepü, Ratzepü.
Damit der Held auch frisch und erholt ist. Frisch und erholt. So wie jetzt. Okay, ein bisschen Platz habe ich, aber ich will das da noch reinpacken, das da noch reinpacken. Und los geht's. Jetzt will ich sammeln gehen. Und zwar in die Wüste. Ich will diesen Sandstein haben. Mal am Frosch im Hals, das ist auch nicht so schön. Diesen tollen Sandstein möchte ich haben. Da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwas finde, wo es den gibt. Oder soll ich wieder dort hinten? Dort war doch. Dort waren diese Berge. Dort sehe ich schon welchen. Supergeil. Ich mal die Spitzhacke zur Hand. Und gut. So, und den will ich haben. Der gefällt mir nämlich sehr gut. Okay. Den gibt's nur in Kombination mit Sand, wie es aussieht. Das heißt, wenn ich, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, den dort wegmache, anstelle davon einen Erdblock dorthin setze, damit mir der ganze Schlamassel dort nicht runterrutscht. So. Und jetzt Felsabbau hier oben. Fliegt er ganz weit weg ins Wasser. Sehr schön. Sehr schön. Komm, gib mir den Block. Das lief nicht ganz so wie geplant. Aber naja. Sandstein! Davon will ich ganz viele Blöcke haben. Nein! Kacksand! Ja, einen Sand muss ich halt mitnehmen. Hilft ja alles nichts. So funktioniert es auf jeden Fall. Den holen wir uns mit. Ich will mir ein Häuschen nämlich bauen. Nein! Aus Sandstein! Ah. So. Weil die Überschwemmung hier gemacht. Hui. Ah, da kann ich ein bisschen mehr abbauen hier. Super. Da habe ich eine gute Sandsteinmine hier. Gleich alles mitgenommen. Das ist auch geil. Und? Das muss doch aufhören so. Was ist denn jetzt hier los? Ah, nicht so, wie ich mir das dachte. Jetzt hört's auf. Ah. Mann, alles so kompliziert immer. Dass er nicht drunter stelle, weiß ich, wie Sand da noch oben drauf liegt. Genau das meine ich. Klatsch. Oh Mann. Der geht auch noch weg. So, und hier können wir auch noch was mitnehmen. Hervorragend. Ich mag's, wenn Dinge funktionieren. Nein. Ich brauche einen Sand.
So, ja, ihr viele Chili, das glaube ich, wenn man hier in der Wasser rumdümpelt. Dann gibt mir mehr Sand, dann kann ich das Loch auffüllen. So. Perfekt. Läuft. Ach ja. So, da kommt gleich wieder was runtergestempelt hier. Na, machen wir das hier auch noch. So. Hauptsache Sandstein. Das auch noch, wunderbar. Ist sie da jetzt weggehauen? Verdammt. Oh, meine Hacke ist kaputt. Na gut, das ist auch erstmal gut so fürs Erste. Ich da Holzbohlen gelegt, das war aber auch so nicht geplant. Gut, es regnet schon wieder. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Sumpf, Sumpf, Sumpf. Dann schauen wir doch mal. Ah, da. Das hätte ich gerne. So. Ah, es war falsch, das war falsch. Ich muss nur ein Feld zurückgehen. Stimmt. So. Hier. So, es wird nämlich Zeit, dass wir hier mal ein bisschen was bauen, was ordentlich ist. Ich kann nur auf ewig in der Höhle wohnen, ne? Das ist ja auch nichts. So, bis wohin? Bis hierhin. Ist gleich ein neuer Busch drin gewachsen, ne? Eklige Geräusch. Okay, dann setzen wir mal die Grundmauern. So. Und da drin will ich Basaltboden haben, dieser schwarze. Das sieht doch ziemlich geil aus. Das ist der Plan. Ich brauche dann halt noch ziemlich viel Sandstein. Aber wir wissen jetzt, wo wir den farmen können. Ja, das wird's. Okay. Cool. So, jetzt können wir hier das Innenleben nämlich komplett ausbuddeln. So. Damit wir dort einen ordentlichen Boden hinpacken können. Dann wohnen wir mal in einem Haus und nicht mehr in der Höhle. Die Höhle wird dann einfach zu einer Art Werkstatt umfunktioniert. Hier haben wir dann unseren Wohnbereich. Das hört sich doch alles super an. Klingt nach einem Plan. Und da müsste ich mal gucken, wie man hier zu Tieren kommt. Ich mal ein paar Tiere hier hinknalle, irgendwie. Kühe suchen gehe oder sowas. In der Hoffnung, dass man die hier auch so vermehren kann. Wie bei einem großen Bruderspiel sozusagen. Guck mal, da haben wir noch 10 von denen. Machen wir das doch gleich mit. Ich glaube nämlich, das wird ganz schick, wenn ich den Basaltboden hier nehme. So ein dunkler, kräftiger Boden als Kontrast zu dem gelben Sandstein. Das ist ganz hübsch hier. Aber es wird schon wieder dunkel. Ja. Yeah. Nochmal aus der Ferne betrachten. Das wird gut. Das wird gut. Eine neue Baustelle. Und wir schlafen. Damit es wieder Tag wird. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Viel Spaß noch.
In der nächsten Folge, es wird spannend, wir bauen. Also bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.